das Grafenreich, das damals hier regierte. So bekamen die unteren Schichten mehr Rechte und das Land zerfiel in einzelne Regionen. So entstand hier auch die Stadt und dank des Fischverkaufs kommen wir hier ganz gut über die Runden. Wir haben hier alles, was sein Herz begehrt. Eine Kirche, Geschäfte, ein Bäcker, ein Hotel und sogar eine kleine private Schule. Private Schule? Miss Jo ist eine talentierte junge Frau. Sie lernt den Kindern hier das Schreiben und Lesen. Außerdem kann sie auch noch hervorragend Klavier spielen. Sie wohnt auf der anderen Seite der Stadt, oberhalb der Kirche. Kann sie auch nicht verfehlen. Sie besitzt einen recht ansehnlichen Garten mit exotischen Blumen. Ich hätte meine Frau letzten Sommer verloren. Sie fehlt mir sehr. Ich glaube, dann war das Haus nicht gemeint. Abgeschlossen. Ja, sonst ist hier... Moment. Da liegt ein Beutel. Liegt ein Beutel mit Geld. Leider werde ich beobachtet. Ich komme über so viele Gruben noch gar nicht hinüber. Mr. Ripley, unbefugter Zutritt verboten. Da scheint Honig rauszutropfen. Wenn ich einen Behälter hätte, könnte ich davon was reinfüllen. Berühren verboten. Ich hab's noch berührt. Ich hab's gelesen. Was ist hier im Süden? Nix. Okay, das ist die Kirche. Grüße dich, mein Sohn. Möchtest du eine Reise hier niederschreiben, bevor du wieder in das Tal der Hölle trittst? Klar. Lasst uns nun fortfahren. So. Die Kiste ist leider verschlossen. Sie war ein so nettes Mädchen. Wieso konnte die Göttin das nur zulassen? Göttin? Shiva, die Allmächtige von Kirita. Kirita? Weiß nicht, wer Shiva ist oder welchen heiligen Boden du eben betrittst? Sag mal, hat dir jemand einen über die Rübe gehaut? Vergiss es einfach. Da übt jemand an einem Klavier. Hört sich ja grauenhaft an. Missio. Ein Kätzchen. Ein Rüstungsladen. Klaue. Eisenklaue. Buchmesser, Bronze, Langschwert, Eisenschild. Mach mal so. So, jetzt bin ich ein bisschen besser geschützt. Zack. Und was nun? Ja, ich denke, ich gehe erstmal ins Inn. Du kannst hier nicht rein, das Hotel wird erst morgen eröffnet. Na toll. Du kannst hier nicht ohne Bekleidung herein, zieh dir eine Badehose an. Dr. Janos, Vampire's Dawn. Wo ist meine Gummimente? Ich will meine Ente wieder haben. Habt ihr eine Vollmeise oder was baselt ihr da? Da kann ich ja auch nicht helfen. Ich hab sie nicht gesehen. Los weg hier. Der Opa ist ja nackt. Hey. Das ist ja ekelig.
Meine Güte. Ja, ich kann das auch nicht fassen. Juhu, ich darf nächstes Jahr schon alleine hier rein. Ich kann leider nicht gehen, aber die Badetherapie soll mir helfen, dass ich wieder ein Gefühl in die Beine bekomme. Ich hoffe, das klappt. Wieso kannst du nicht gehen? Ich hatte einen Unfall. Das Mädchen kann einen leid tun. Oh. Mich stört, ich entspanne mich gerade so schön. Das Betreten des Badehauses in Kleidung ist hier nicht erlaubt. Wieso darfst du dann welche tragen? Ja. Gelingt. Ah, das ist doch gut. Schlauch. Egal. Na, ich schaue mir die Stadt noch ein bisschen weiter an. Vielleicht finde ich ja noch was. Bist du etwa auf dem Weg nach Kaiko? Ich denke schon, dass ich dorthin muss. Dann solltest du dir unbedingt mehr Proviant besorgen. Im Wald wimmelt es nur von tollwütigen Tieren. Ich werde dran denken, danke. Du sollst auch unbedingt auf dem Weg bleiben. Und nach Baumstümpfen Ausschau halten. Wieso? Das findest du noch selber raus. Ja, die Tür war verschlossen. Betreten verboten. Höhö, ich laufe auf dem Rasen. Doofes Schild. Habe ich alles? Zwiebeln, Mehl, Salz, Essig, Milch, Brot? Ah, ich habe das Gemüse vergessen. Wieso vergesse ich das noch andauernd? Ah, endlich bin ich da rein. Wirst du wohl aufhören, diesen jungen Mann anzuknurren? Aufhören, habe ich gesagt. Quatsch. Tut mir leid, eigentlich ist Ellen recht zutraulich. Irgendwas muss ihn eben gereizt haben. Ist schon in Ordnung. Ich war hier nicht darauf gefasst, hier von ein zahmes Monster vorzufinden. Nenn ihn bloß nicht so, das kann er nicht vertragen. Er ist in diesem Punkt recht sensibel. Irgendwie kann er es spüren, wenn man schlecht von ihm spricht oder denkt. Wahrscheinlich hat ihn ein negativer Gedanke dazu gebracht, dich anzuknurren. Ein Monster, das Gedanken liest? Kann ich irgendwie nicht glauben. Aber so langsam glaube ich das auch. Tut mir leid, wenn ich ungelegen komme. Kein Problem. Inwiefern kann ich dir helfen? Willst du etwa Klavierunterricht nehmen? Nein, eigentlich bräuchte ich eine Übernachtung. Das Statue ist wegen irgendwelchen Vorfällen verbarrikadiert worden. Ich bräuchte dringend einen Schlafplatz. Ich wollte ins Hotel, aber da war geschlossen und der Wachmann meinte sprichwörtlich, sie würden jeden Streuner aufnehmen, Ma'am. Das wusste ich. Hat er das gesagt? Nimm mal nicht so schnell, mein Junge. Wieso brauchst du denn unbedingt eine Unterkunft? Und bitte nenn ich nicht Ma'am. Ich heiße.